Diese Crash-Dividenden-Aktie habe ich jetzt gekauft und es ist so ein bisschen der Underdog im Erfrischungsmarktsektor, obwohl man in diesem Sektor 21% inne hat vom gesamten Volumen, ist es trotzdem so ein bisschen der Underdog. Das liegt einfach an der Dominanz von Cola und PepsiCo. Geht dieses Unternehmen einfach bei uns Investoren so ein bisschen verloren und das Unternehmen muss sich überhaupt nicht verstecken, weil man aktuell eine Dividendenrendite von 2,7% hat und eine Payout-Ratio von 48%. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, schauen wir uns das Unternehmen etwas genauer am PC an. Bevor wir das machen, gerne schon mal den Kanal abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Korrekt, Dr. Pepper hat nämlich gestern Quartalszahlen geliefert und das möchte ich jetzt mit die etwas genauer anschauen. Folgende Situation: Das Unternehmen bzw. die Analysten sind davon ausgegangen, dass das Schlussquartal insgesamt 3,91 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt wird. Man hat aber nur 3,87 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das heißt schon mal, hier hat man die Analystenschätzungen nicht getroffen und lag insgesamt 40 Millionen unter den Schätzungen. Ebenfalls das gesamte Geschäftsjahr 2023 sank der Absatz um 2,1%, währenddessen die Preise aber um 7% gestiegen sind. Kurzum, man hat weniger Absatz gemacht, aber dennoch die Preise gut erhöhen können. Insgesamt konnte man im Schlussquartal einen Gewinn je Aktie von 55 Cent erzielen. Analysten sind hier wiederum davon ausgegangen, dass man nur 54 Cent erzielt. Ja, was natürlich nochmal erschwerend hinzugekommen ist, dass man das wichtige Segment, und zwar das US-Kaffeegeschäft, sank insgesamt um 9,9% auf nur 1,2 Milliarden US-Dollar und insgesamt hat man hier einen Volumenrückgang von 10,7% erzielt. Kurzum, das Geschäftsjahr 2023 war natürlich herausfordernd, aber was viel wichtiger ist, wie ist der Ausblick insgesamt? Und da hat das Unternehmen einfach mal sich dazu geäußert, dass man die Schätzungen übertreffen wird im nächsten Jahr. Und das ist eigentlich das, was ich so spannend finde. Natürlich 2023, habt ihr jetzt gehört gehabt, das ist eher so ein bisschen durchwachsen gewesen. Aber 2024 geht man aktuell davon aus, dass man die Schätzungen übertreffen wird. Und da finde ich es krass, dass das Unternehmen negativ darauf reagiert hat, weil wir handeln ja die Zukunft. Und folgendes, ich habe die Aktie in unser Freedom Dividenden Depot reingekauft. Der Link ist unten drinnen. Das Besondere bei Freedom 24 ist, du kannst hier bis zu 8,8% Zinsen bekommen. Der Link ist unten drinnen. Melde dich dort gerne darüber an, weil ich zum Beispiel sehr zufriedener Kunde bei Freedom 24 bin. Ja, die Aussichten 2024, da müssen wir jetzt einfach schauen, wie sich das Ganze dann etwas einpendelt, natürlich mit Lauf der Zeit. Aber aktuell ist die Aktie mit 18,1 einem KGV bewertet und das ist in dieser Branche einerseits verhältnismäßig günstig tatsächlich und auch gegenüber der Vergangenheit für Keurig Dr. Pepper verhältnismäßig günstig. Ja, die Dividendenrendite mit fast 2,9%, die braucht sich definitiv nicht verstecken. Ebenfalls finde ich es sehr, sehr spannend, wenn wir uns einfach das Buchwert hier anschauen, liegt aktuell bei 1,6 und ihr seht es, in der Vergangenheit war das deutlich höher. Selbst zur Corona-Zeit war das Buchwert bei 1,9. Also das sind mal so in die Indizes oder Sachen, wo ich mir gerne anschaue und darauf schlussfolgern kann, dass das auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen für mein Depot ist. Diese Situation möchte ich aktuell ausnutzen, dass man hier einfach so kleine Problemchen hat. Bin davon überzeugt, dass sich das Unternehmen peu à peu wieder sehr gut entwickeln wird, beziehungsweise auch die Aussichten ja dementsprechend angehoben hat. Und hier siehst du einfach mal die Umsatzentwicklung, die ist ja richtig, richtig stark. Das Nettoergebnis war 2021, finde ich auch schon mal richtig gut. 2022 war es jetzt eher etwas schlechter und die Nettomarge soll sich auch peu à peu verbessern. Also rundum eigentlich eine sehr interessante Aktie, die man sich definitiv mal auf die Watchliste legen kann. Hier sehen wir einfach mal, wie sich die Dividenden Ausschüttungen entwickelt haben. Hier haben wir die Prognose drinnen für das Quartal und zwar der nächste Ex-Dividenden-Day ist der 27.03. Also in knapp oder in einem guten Monat. Zahltag ist dann der April und hier sieht man die Prognose und man kann ja ungefähr davon ausgehen, dass man dann im nächsten oder übernächsten Quartal, besser gesagt im übernächsten Quartal, schätzungsweise eine Dividendensteigerung sehen wird. Und ich gehe davon aus, dass man hier so im Bereich zwischen 5 und 10% sein wird und damit habe ich dann schon eine persönliche Dividende
Dividendenrendite von über 3%. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und hier habe ich jetzt einfach mal den 3-Jahres-Chart bzw. 5-Jahres-Chart aufgemacht. Wir sind hier bei 30 US-Dollar. Hier habe ich mal meine erste Tranche gekauft. Und jetzt bin ich auf deine Meinung zu Call Dr. Pepper gespannt. Schreib die mal gerne in die Kommentare rein. Und nicht vergessen, unten ist der Link zu Freedom24 drinnen und auch das Abo einfach bitte nicht vergessen.